Oh, Stefan, was haben wir denn hier Tolles Neues auf dem Tisch liegen? Tja, was hast du da mitgebracht, wolltest du fragen, ne? Ja. Ja, ich habe alles Mögliche zur Insektenabwehr mitgebracht, natürlich. Das ist doch selbstverständlich. Und zwar was richtig Tolles. Und etwas, was richtig Chemikalisches ist. Also richtig eine Sache, die einen umhaut. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wann wollen wir das eigentlich alles präsentieren? Nach dem Intro. Mal Scherz an Seite. Ja, genau. Tisch an der Seite. Ich habe mir noch gar nichts zum Trinken. Aha, das solltest du dir natürlich einschenken. Nein, wir haben natürlich was für euch, was wir selber benutzen. Da wollen wir euch nämlich im Prinzip mal was zeigen. Einmal was sehr Einfaches. Einmal was, ja, man immer wieder kaufen muss. Und das andere ist halt irgendwie so ein nettes Gadget für Mücken, würde ich sagen. Genau, im Endeffekt sind das jetzt Gadgets, die wir euch präsentieren wollen für Sommersaison. Ja. Und halt für draußen, weil jetzt ist man draußen. Wir haben heute den 20. Juli, genau. Wir haben 30 Grad und da bleibst du natürlich draußen und ja, gehst nicht rein, um dich vielleicht von Viecher ablenken lassen. Genau, es ist nervig, die Viecher, die hast du immer wieder, Wespen, Mücken, was weiß ich, was es sonst noch alles für Stechzeug und Viecher gibt und ja. Naja. Wir haben eine ganze Menge. Genau. Zum einen haben wir den Flex Tail. Der ist für Mückenabwehr. Der ist also bisher, wir haben ihn ein paar Mal ausprobiert und ziemlich effektiv. Wir werden euch den gleich mal zeigen. Und richtig hochwertig, das am Anfang. Definitiv ein hochwertiges Produkt. Wie das mit Chemie, das ist auch die Sache, dabei, wie man sagen. Genau. Kann dann. Ganz klassisch, wir nutzen nicht mal Autan, sondern wir nutzen Antibrum Forte. Genau. Das ist hier halt, wenn man unterwegs ist, weil den Flex-Teil hast du in der Regel nicht immer dabei. Antibrum wäre schon ganz gut und das braucht man auch. Und dann habe ich gesagt, dass diese super Chemikalie, und ich bin dann so dreist und mache das einfach mal. Und ich weiß, dass es ihm nichts antut. Das ist unser Wespenabschirmspray. Genau, und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt gleich. Auch im Einzelnen, wie, naja, wie alle Produkte, beziehungsweise ich denke, das hier ist klar, steht ja drauf. Genau. Relativ einfach einsprühen mit so und so viel Entfernung und dann einreiben und ja, hält sogar Zecken ab. Ja, sollte ich dann öfters mal benutzen, wenn wir unterwegs sind. Du hast ja gerade erst deine erste Zecke gehabt, also von daher. Ja, aber auf jeden Fall, das ist wirklich gut. Wir hatten immer, wie gesagt, normalerweise Autan, aber wo wir das letzte Mal in Italien waren, ja, mit das den hat Tigermücken, auch nicht mehr so gebracht. Hat es aber nicht funktioniert. Und dieses Antibrum ist, was man hier lesen konnte, hat es eine viel größere Wirkung. Wir haben das Forte auch. Es ist teuer, das wissen wir. So eine Flasche hat jetzt hier 25 oder was? 150 Milliliter und kostet halt 20, 25 Euro. Also, ja, sowas um den Dreh. Aber das schützt, definitiv. Da kommt eine Mücke nicht. Aber du stinkst auf wie ein Puma. Ja, das genau. Das ist der Nachteil an dem Zeug. Und deswegen haben wir überlegt, was können wir denn eigentlich gegen Mücken sonst noch machen? Genau. Und Thermazell, ich denke mal, das kennen viele, das ist ja mit Gas. Und da habe ich dann gedacht, okay, mit Gas und dann immer wieder nachfüllen und irgendwie finde ich das doof. Gibt es das nicht eigentlich auch irgendwie elektrisch? Und tatsächlich, es gibt es. Und zwar den Flextail. Ich hatte das gesehen. Naja, YouTube oder beziehungsweise irgendwo Werbung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Instagram. Stimmt, Instagram. Und muss sagen, ja, naja gut, wie Werbung immer das natürlich machen kann. Das kannst du natürlich alles Gott und die Welt versprechen. So wie wir, ne? Oh, was ein tolles Produkt. Ja. Was, wunderbare Packung. Oh, wunderbar. Aber tatsächlich muss ich sagen, wir können es ja mal auspacken. Es ist ein sehr, sehr hochwertiger Eindruck, definitiv. Ja. Das ist erstmal das eine. Es kommt im schönen Case dabei. Kommt aber aus China, wie fast jedes Produkt. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Und auch so das Gerät selber, das ist halt, so sieht es halt aus. Gibt es auch übrigens noch in verschiedenen anderen Versionen und Varianten. Macht einen ziemlich hochwertigen Eindruck. Also ist wirklich so Aluminiumgehäuse und
ziemliches Hartkunststoff, also wirklich sehr, sehr hochwertig. Dazu gibt es dann solche Plättchen. Ich sag mal, ich nehme jetzt hier eine, so eine Platte hier nochmal raus. Die sehen dann halt so aus. Genau, da ist ein Wirkstoff drin, der erhitzt wird. Genau. Und den mögen halt Mücken nicht. Beziehungsweise können die nicht ab und fallen tot um. Sagen wir es mal so. Kann halt auch passieren, wenn sie zu nah kommen. Genau. Also du hast hier verschiedene Stufen. Du hast eine rote Stufe, eine gelbe Stufe und eine grüne Stufe. Genau. Zweimal geklickt, dann ist es die grüne Stufe. Das ist so die erste Stufe mit der Hitze. Zweite Stufe ist dann gleich so die mittlere Stufe. Und dann rot ist dann im Prinzip 165 Grad, steht drauf. Also da geht dann richtig was durch. Hinten hast du eine Power-Symbol drauf, das ist ganz gut. Natürlich gibt es dann noch USB-C zum Laden. Und was ich auch ganz gut finde, ist zweimal gedrückt an der anderen Seite, dann hast du eine Lampe und die kann man dann auch in verschiedenen Lichtstärken leuchten lassen. Also wenn man die dann im Prinzip oben aufhängen kann oder sowas, ist das schon eine coole Sache. Und es kommen wirklich keine Mücken hin. Genau, dann gibt es noch hier so ein fluoreszierendes, also so, oder wie heißt es, so laufendes Licht, sage ich mal, so mal heller, mal wieder dunkler. Also, ja, nur gut, ob man das braucht oder nicht. Und ist halt was es halt auch noch hat, ne? Ja, es ist magnetisch, es pappt sich an das Auto ran, also das heißt, es ist auch kein Problem, das Ding kann auch so schräg liegen, gar kein Problem. Ja, man kann es auch einfach an die Markise. Genau, das können wir jetzt nicht zeigen, weil... Da zeigen wir gleich ein Bild. Genau. Und wie gesagt, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja nur für Kastenfahrer. Nein, die meisten Fahrzeuge haben ja, also auch ein Teilintegrierter, der hat ja zumindest... Vorne hat er zumindest magnetisch, genau. Und das würde schon ausreichen, denn je nachdem, welche Stufe du hier nutzt... Hast du einen Wirkkreis bis zu, bei dem kleinen Gerät, glaube ich, bis zu 10 Meter. Also wir haben es jetzt mehrfach ausprobiert und tatsächlich im Auto hatten wir auch keine Mücke. Also keine Mücke drinne. Haben wir sonst ja immer. Genau, wenn wir es draußen haben und wir haben es jetzt öfters genutzt, wie gesagt, wir hängen es oben in die Markise oder haben es ab und zu auf dem Tisch stehen. Also wir merken jetzt nichts Giftiges dazu. Nee. Das ist schon cool. Dazu braucht man aber solche Plättchen. Bei Flextail ist das ein bisschen schwieriger, muss man dazu sagen, weil das halt, da muss man es direkt bei Flextail auch bestellen. Genau, die laufen halt dementsprechend noch ab. Also was heißt ab? Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier genau ist. Sie haben eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Gut, das ist in Ordnung. In so einem Paket sind 10 Stück drin. Und sie können auch nur, ich glaube, 4 oder 5 Stunden benutzt werden. Es gibt noch welche für die Steckdose. Die kriegt man bei Amazon. Da gibt es so für so Steckdosen, Stecker. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Die halten wohl 6 bis 8 Stunden oder so. Das kommt halt natürlich auch drauf an, auf welcher Stufe du das letzt. Ach so, hier steht es ja auch. 4 Stunden. Genau, 4 Stunden, also das wird aber auch dann auf voller Leistung sein bei 4 Stunden. Genau. Und wenn du nicht auf voller Leistung hast, hast du ein bisschen mehr. Aber das muss man gucken, wie der Umfang ist. Also von hier jetzt 10 Meter in die Richtung, 10 Meter in die Richtung, 10 genau. Meter in die, 10 Meter in die. Also wirklich einen riesen Umkreis, den du da hast. Dann gibt es noch die Möglichkeit, 2 da reinzusetzen, also 2 Plättchen. Na, das ist jetzt 1. Zur anderen Seite schiebe ich einfach mal das andere durch. Also seht ihr im Prinzip, es sind 2 Plättchen. Wenn du hier 2 Plättchen reinbaut, dann ist es natürlich nochmal wirksamer, logischerweise. Dann hast du diesen großen wirksamen Kreis. Genau, sonst aber in der Regel reicht auch 1, also das haben wir auch schon ausprobiert, das war okay. Ja, je nachdem, wo man mückenmäßig. Genau, wir packen immer eins, was wir im Prinzip neu reinmachen und das andere lassen wir drin vom letzten Mal und dadurch hast du dann halt immer so einen Wechsel, halt. Dann hast du halt 2 Plättchen und gut ist es. Außer wir nutzen das 4 Stunden, dann sind die durch. Dann sind sie durch, dann gibt es neue und fertig, genau. Also das ist wirklich ein tolles Produkt. Haben wir jetzt für deine Eltern ja auch gekauft. Ja. Also es ist selbst bezahlt, wir werden davon nicht gesponsert. Wir haben es einfach nur entdeckt, weil wir eine Lösung haben wollten für draußen mückenmäßig. Mhm. Es ist einfach nervig. Und Kostenpunkt ist es auch gar nicht so teuer, 45 Euro, aber da sind die Plättchen nicht dabei. Die kosten dann nochmal 15 Euro oder 16 Euro für 60 Stück extra. Kann man auch bei Amazon kaufen. Also, ja. Genau, wir werden euch das alles verlinken. Richtig. So, und jetzt werde ich euch diese Wunderwaffe zum Wespenschutz erklären. Ich trinke genüsslich meinen Wein und hoffe, dass keine Wespe kommt. Genau, weil Mückenschutz haben wir jetzt erklärt, Zeckenschutz und alles sowas haben wir erklärt und jetzt kommen wir zum ultimativen Wespenschutz. Man kann immer dazu sagen, Wespen, man hat ja mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Eine, die halt die schlimmste ist, Wespen zu töten. Nicht nur, dass es strafbar ist,
es ist auch nicht notwendig. Mussten wir auch lernen. Ja, früher haben wir auch versucht, diese Wespen irgendwie loszuwerden. Weil leider Gottes sind Wespen dumme Tiere, weil wir würden denen immer einen Teller hinstellen mit Fleisch, mit Süßen. Sollen sich doch bedienen. Können auch gerne mit uns quatschen, aber nicht um uns umherfliegen. Aber das tun sie halt einfach nicht. Deshalb haben wir gedacht, wir schauen einfach mal, was macht die Wespe in der Natur. Und deshalb kann ich halt immer wieder das hier machen. Ohne, dass es für Stefan gefährlich wird, weil das wirklich ein Inhaltsstoff ist, der nicht gefährlich ist. Es ist pures Wasser. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben hier zwei Sprühflaschen. Sie heißen Beauty-Sprühflasche. Die haben wir bei Rossmann oder DM gekauft. Ich glaube nicht mal. Geht übrigens auch jede andere Sprühflasche. Hauptsache eine kleine Sprühflasche. Da macht ihr Wasser drauf. Und wenn die Wespe kommt, die Wespe damit ansprühen. Und damit denkt sie, es fängt an zu regnen und verschwindet. Weil eine Wespe mag kein Wasser, mag kein Regen. Wenn ihr im Regen seid, habt ihr noch nie Wespen gehabt wahrscheinlich. Und damit könnt ihr sie ja mal. Ja, man muss das öfters nutzen. So eine Wespe ist halt ein bisschen beratungsresistent. Versucht immer wieder, weil sie sagt, das ist komisch, da ist trocken, hier regnet es, irgendwas stimmt doch nicht. Kommt halt normal, bis sie irgendwann mitkriegt und denkt sich. Ein paar Mal machst du das und dann ist gut, also dann ist das Ding auch weg. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass sie sehr nass wird oder sowas. Dann musst du natürlich ihre Flügel trocknen. Das heißt, sie setzt sich irgendwo hin oder fällt irgendwo runter. Alles gut, der Wespe geht's gut, keine Panik. Genau. Lasst sie einfach in Ruhe, sie wird danach wegfliegen. Genau, weil sie einfach diese Feuchtigkeit nicht mag. Und das ist halt für uns wirklich ein absolut tolles Produkt, wenn man so will. Kein Euro kostet es theoretisch. Ja. Kann sein, die Flaschen, wir haben sie jetzt bei 2-3 Jahre schon, vielleicht kosten sie jetzt auch 1 Euro. Wasser ist relativ günstig und hat man fast immer überall. Genau, und das Schöne ist, es ist keine Chemie. Und die kleinen Flaschen kannst du dann auch mal so mal mitnehmen, auf einer Wanderschaft oder ich sag mal mit einer Paddeltour oder was auch immer, kann man das mal mitnehmen und dann halt sich mal antüdeln. Genauso wie den Flextail, den kannst du theoretisch auch mitnehmen. Aber wenn Wind da ist, naja gut, dann hast du dann an sich auch keine Mücken. Genau, da hast du keine Mücken und es wird halt schwierig, weil er natürlich nicht Duftstoff hinkriegt. Und ja, selbst andere Viecher, es sind sehr viele Tiere, Insekten, die halt keinen Regen mögen. Dann kannst du das genauso machen. Ist fast eine der besten Sachen. Also seitdem wir das anfangen, haben wir das läuft absolut super gut. Kein Wespenproblem mehr. Und das ist sehr kostengünstig. Klar, die kommen, aber sie sind dann auch, wenn sie ansprühst, auch dann irgendwann recht zeitnah wieder weg. Sie verschwinden, aber man muss halt einfach nur, deshalb haben wir zwei. Jeder hat eine Sprühflasche, damit wir uns halt gegenseitig ansprühen können. So einfach. Dafür ist. Und es hat auch noch bei, gerade, was haben wir? Ich flüchte auch gleich. Was haben wir? 30 Grad. Ne? Ja, erfrischend. Hast du noch eine Erfrischung nebenbei? Genau. Also mehrere Produkte im Eins. Unfassbar. Die Bestellnummer ist hier irgendwo eingesetzt. So weit sind wir ja nicht. Ja, das soll schon gewesen sein. Flextail empfehlen wir euch wirklich, weil es eine super Sache ist. Hier kannst du es reinpacken. Da passt auch immer mindestens eine von diesen Packungen rein, wenn nicht sogar zwei. Ja. Perfekt dafür geeignet. Über USB-C wird es geladen. Also das dauert auch, ich glaube, 2-3 Stunden, dann ist das Ding wieder voll. Ja. Und wie gesagt, Antibrom kriegt ihr in jeder Apotheke. Würden wir euch auch empfehlen, in der Apotheke zu kaufen. Lasst euch da auch da beraten. Ja. Und sonst einfach nur klassisch Sprühflasche, wie gesagt, DM, Rossmann, in Drogeriegeschäft oder die halt Drogerieartikel anbieten. Da kriegt ihr solche Fläschchen per. Perfekt. Genau, aber uns würde es natürlich auch interessieren, wie macht ihr das eigentlich mit den Wespen, mit den Mücken, mit den vielleicht Fliegen oder sowas, weil Fliegen haben wir jetzt hier nichts, da müssten wir halt so ein Netz hier spannen, das hatten wir früher mal mit, aber seitdem wir hier diese Sachen haben, hat das bisher immer gut geklappt. Aber lasst es uns auf jeden Fall gern wissen, lasst es die anderen wissen, schreibt es in die Kommentare. Ja, und dann soll es das schon gewesen sein. Kurze Produktvorstellung, wie gesagt, unbezahlte Werbung, wir haben alles selbst bezahlt, sind davon überzeugt und wollen euch einfach darüber informieren. Ja, jetzt fangen, und glaubt bitte nicht, wir werden jetzt hier kein Werbekanal. Wir haben schon mal nachgeschaut, was wir sonst noch hätten. Nein, es kommt erstmal nichts mehr Neues für Werbung. Wir wollten das euch aber jetzt vorstellen, das Kajak, was wir euch vor kurzem vorgestellt haben, ist einfach jetzt die Saison und ja, Mücken und Wespen, das ist jetzt auch Saison. Es nützt euch nicht, wenn wir euch das irgendwann mal später vorstellen, nur weil wir es toll finden. Ja, vor allen Dingen, ihr fragt ja auch in den Videos, also von daher macht es halt dann Sinn, das mal zwischendurch einfach mal zu zeigen und zu sagen, hier, das und das nutzen wir dafür. Aber keine Angst, wir werden kein
Werbekanal, außer irgendjemand sponsert uns. Hm. Und da braucht er keine Angst haben. Das wollen wir nicht. Gut, in diesem Sinne, bleibt ungestochen, bleibt angemückt, angefixt, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Hast du das gesehen? Der Akku macht gleich schlapp. Das macht er. Wird Zeit, dass wir Ende machen. Machen wir Ende. Wer geht da jetzt wieder hin? Du. Weil ich näher dran bin. Ja. Du.